Zwei kleine Italiener vergessen die Heimat nie, die Palmen und die Mädchen am Strande von Napoli. Zwei kleine Italiener, die sehen es ein, eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein. Doch die beiden Italiener möchten gern zu Hause sein. Oh Tina, oh Marina. Hallo, hallo, Herr Ober, hallo. Ruhe da an dieser Hunde! Ruhe, Ruhe ist gut. Herr Ober. Hey, sag mal Enrico. Gianni. Kann es sein, dass unsere Smirbudi hier heute besonders viel stinkt? Ah, sie, hab ich vergessen dir zu erzählen. Unsere Koch, die Stronzo, hat sich verbrannt. Hey, und das stinkt so? Naturalmente, wenn man die Leiche lange genug liegen lässt. Hallo, hallo, Herr Ober. Oh nein, der ist schon wieder. Herr Ober, vorrei pagare. Wie bitte? Pagare. Zahlen bitte. Mein Mann belegt gerade Italienisch an der Volkshochschule, müssen Sie wissen. Vorrei pagare, Herr Ober. Wen nennst du hier eine Schwanzkopf, hä? Wie bitte? Wieso Schwanzkopf? Nein, pagare heißt doch zahlen. Da, er hat es nochmal gesagt, Schwanzkopf. Aber pagare heißt doch nicht Schwanzkopf. Schreib das doch lieber nochmal nach. Hey, nur eine Frage, Runzelage. Bist du von Italien? Ich? Ach, nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, denn du bist blond und fett und nennst mich in mein eigenes Restaurant eine Schwanzkopf. Oh nein. Was lernst du denn da für Vokabeln, Sascha? Vor allem meine Freunde, nennt er mich eine Schwanzkopf. Aber es war nie meine Intention, ihn zu nahe zu treten. Hey, du bist auch so eine Intention. Ich schieb dir deine Intention gleich hinter rein. Aber mit Anlauf. Es tut mir leid, ein Missverständnis. Scusi? Ja. Wer ist eine Hängebauchschwein, hä? Gianni, jetzt nennt er mich auch noch eine Scusi. So, jetzt reicht's. Was? Ich verstehe nicht. Scusi heißt Hängebauchschwein, aber in meinem Kurs... Scheiß auf deinen Kurs, Sascha. Lass uns schnell zahlen und abhauen, komm. Ja, sicher. Hier, bitte. Da, bitte schön. 400 Mark, hey, stimmt so, ja? Sagen wir 500, hä? Und jetzt bist du gerade Scusi. Hehehehe. Schön, wieder schauen. Dann dackeln Sie ab. Klappt doch immer wieder. Seine Aussprache war gar nicht mal so schlecht, Gianni. Hey, siehe. Und seine blonde Ische habe ich schon mal irgendwo gesehen. Sie? Wo denn? Jetzt weiß ich. Vor 5 Minuten durch die Guckloch in die Damentoilette. Hehehehe.